Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Halt. Okay. Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen? Wir Geister reden eben. Sie wurden mit Mr. Sallow in der verbotenen Abteilung gesehen. Ja, ganz genau. Keine Sorge. Ich behalte das für mich. Dann zeig uns doch mal, wo du uns hinbringen möchtest und was du über die Seiten weißt. Es mag weit hergeholt sein, aber ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Okay. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden. Aber natürlich. Dann bring uns mal dahin. Ein kleiner Gefallen im Austausch für die Seiten. Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche ein wenig fauligen Rinderbraten besorgen könnten. Ja, klar. Klingt nach einem fairen Deal. Definitiv. Machen wir. Wie bitte? Rinderbraten? Fauliger Rinderbraten? Korrekt. Fauliger Rinderbraten. Wenn man genau richtig hindurchschwebt, kann man ihn fast schmecken. Geil. Ich schätze, das kann ich tun. Aber warum ich? Ganz einfach. Meine geisterhafte Gestalt kann ihn nicht tragen. Das stimmt wohl. Könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Da sind wir. Bitte die Birne kitzeln und eintreten. Wie bitte? Die Birne kitzeln? Oh mein Gott. Ja, im Gemälde. Ich warte hier. Versuchen Sie, den Hauselfen nicht in die Quere zu kommen. Ich versuche sehr gerne. Ich träume bereits vom süßen Duft fauligen Rinderbratens. Okay, dann wollen wir doch mal hier rein. Eine Schülerin? Diese Schüler sind ja ein Rätsel. So was viel köstliches Essen und hat höchstwahrscheinlich... Oh mein Gott, was geht denn hier alles ab? Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Truhe. Können wir nicht aufmachen, schade. Wo bekomme ich denn den Rinderbraten jetzt her? Sage mal. Was haben wir denn hier? Das können wir auf jeden Fall snacken. Sehr schön. Bin auf jeden Fall hier am Kochen. Lecker Käsemauken, lecker. Wir genehmigen uns hier erstmal ein Schlückchen. Ja, hier gucken wir auch mal rein. Ja, sieht schon gut aus hier. Oh, das stinkt ja fürchterlich. Ich muss in der Nähe sein. Oh, eine Schülerin. Wie schön. Was darf Finky Ihnen bringen? Kürbispastete? Ein überbackenes Käsebrot? Klingt toll. Aber eigentlich brauche ich diesen fauligen Rinderbraten. Oh, Nick hat sie geschickt, oder? Ganz genau der. Finky vermutet, dass Nick es wohl langsam leid ist, sich an den Geschmack von Essen lediglich erinnern zu können. Zaubern du und die anderen Hauselfen das Essen für die große Halle? Oh nein, nicht mal Hauselfen können Essen aus dem Nichts herzaubern. Essen ist eine der fünf wesentlichen Ausnahmen von Germs Gesetz der elementaren Transfiguration. Wir können es allerdings vervielfachen, umwandeln und natürlich zubereiten. Dann schicken wir es direkt in die große Halle. Dürfen hier nur bestimmte Speisen zubereitet werden? Das glaubt Finky nicht. Aber Finky hat die besten Ergebnisse mit Rezepten von Helga Hufflepuff erzielt. Ihr Quittenkuchen ist legendär. Aber auch dieser neumodische Räucherfisch aus Schottland wird immer beliebter. Ist es in Ordnung, dass Schüler in die Küche kommen? Nun ja, wenn Sie schon fragen. Schüler sollten nicht in der Küche sein. Aber Finky hat nichts dagegen. Wirklich nichts macht Finky glücklicher als die Gesellschaft von Schülern.
Wir bekommen so selten Besuch und wir haben jede Menge Süßigkeiten. Kommen Sie gerne mal wieder. Ja, das machen wir auf jeden Fall, oder? Hat mich gefreut. Danke für den Braten. War mir ein Vergnügen. Aber schon mal ein bisschen Essen abholen. Mal. Optimal. Und grüßen Sie Nick von Finky. Ja, wir werden den guten Nick auf jeden Fall grüßen. Das machen wir doch sehr gerne. Ich weiß Frühstücken auf einmal richtig zu schätzen. Hey, da wird er sich aber freuen, der gute Nick. Ah, Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky. Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney Portmore. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Das ist alles recht kryptisch, Sir Nicholas. Was geht hier vor? Tut mir schrecklich leid. Das war etwas kopflos. Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Chacknor, war zu Lebzeiten im Besitz der Seiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Chacknor zu sprechen. Sollen wir? Klingt nach dem Plan. Ich dachte, der Rinderbraten sei für Sie? Ja, in gewisser Weise schon. Wissen Sie, ich versuche schon seit einiger Zeit, Zugang zur Jagd zu bekommen. Wenn Sie Sir Patrick das Rindfleisch anbieten, kann mir das helfen. Und Ihnen hilft es natürlich auch. Ja, eine gute Win-Win-Situation. Was wird von mir erwartet, wenn wir die Jagd der Kopflosen treffen? Überlassen Sie mir das Reden. Die können ein recht hochmütiger Haufen sein. Sie werden sie sicherlich willkommen heißen. Nicht zuletzt wegen des verdorbenen Rinderbratens, den sie mitbringen. Ist die Jagd der Kopflosen gefährlich? Die Jagd der Kopflosen würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Es ist nur eine Gruppe fröhlicher, kopfloser Geister. Ich weiß ja noch nicht, liebe Freunde. Ich würde Sir Patrick gerne treffen und diese Jagd der Kopflosen sehen. Ah, wie schön. Sie werden es nicht bereuen. Bleiben Sie hinter mir. Wir wollen zu Sir Patrick. Hey, Nestor, schau, wer da ist. Was haben wir gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo, Sir Amset. Dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Der will sich bestimmt wieder einschleimen. Reden die immer so mit mir? Alles nur Spaß. Sobald Sir Patrick mich bei der Jagd der Kopflosen mitmachen lässt, bin ich dabei. Dieses Geschenk wird ihn überzeugen. Oh, vergessen Sie nicht, warum ich hier bin. Sie werden Ihre Informationen vom jungen Jackdaw bald erhalten. Wo auch immer er ist. Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Chacknor. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Chacknor, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist. Was nicht? Oh, Sir, Sie scherzen. Ach, er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet. Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich fauligen Geschenk nicht verwehren. Sir, es gibt da noch etwas, das ich sehr gern mit Ihnen besprechen würde. Aber Sir Nicholas, wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Unsere Anforderungen sind recht eindeutig. Aber Sir, ich... Das hier ist schließlich nicht die Jagd der Köpfe, die noch an einer Sehne hängen.
Also bitte, folgen Sie mir und ich begleite Sie sehr gerne nach draußen. Der arme Nick. Auf Wiedersehen. Vielleicht haben Sie mehr Glück mit diesen Burschen. Der arme Nick. Nur wegen einer Sehne. Okay, dann gehen wir also mal unseren Kollegen hier suchen. Eine wunderbare Nacht für Spiele. Ja, definitiv. Wenn das alles nicht so kopflos wäre. Haha. Ja, okay. Der war gar nicht mal so gut. Was ist an unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Hallo nochmal. Können Sie mir helfen? Ah, Sir Nicholas' junge Freundin. Hat er Sie verlassen? Aber nein. Ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern fünfmal. Der gute alte Dumfries wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn Sie ihn finden. So sind die Regeln. Was sagen Sie? Bin dabei. Warum nutzen Sie Jackdaws Kopf für dieses Spiel? Nun, da Sie schon fragen, Jackdaw ist unser jüngstes Mitglied, also prüfen wir ihn auf Herz und Nieren. Könnten Sie mir die Regeln nochmal erklären? Finden Sie seinen Kopf fünfmal unter den Kürbissen. Benutzen Sie den Zauberstab. Genauer kann ich es Ihnen nicht erklären. Wie sind Sie Mitglied der Jagd der Kopflosen geworden? Gemeinsam mit anderen Meuternden hat man mich exekutiert. Uns gefiel nicht, wie die Dinge in unserer Grafschaft liefen. Also nahmen wir das Gesetz in die eigenen Hände. Verrat ist ein so starkes Wort. Doch so lautete nun mal unser Urteil. Es wäre alles besser gelaufen, hätte man mir das Kommando übertragen. Wenn das nötig ist, um mit Richard Jackdaw zu sprechen, dann tue ich es. Fabelhaft! Eine Sterbliche mit Zauberstab hat natürlich einen Vorteil gegenüber uns Geistern. Sie können nach Herzenslust loslegen. Vergessen Sie nicht, das Spiel endet erst, wenn Sie ihn fünfmal gefunden haben. Okay, das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Zaubern Sie, bis suchen Sie weiter. Sie finden Revelio. Sieht aus, als müssten wir noch ein Kürbis verstecken. Oha, das war doch Dumfries. Ich hatte schon bessere Momente. Der Geist sagte, ich solle nach Lust und... Nicht mehr lang. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Das ist eine gute Frage. Mit einem Zauberstab könnte ich das auch. Und einem Körper. Revelio. Zweimal haben wir ihn schon gefunden. Wer hätte gedacht, dass eine... Jetzt aber. Ist es schon vorbei? Oder läuft es noch? Ja, da hinten fliegt er. Ah, verdammt. Zum Doch. Glück muss ich dieses Chaos nicht aufholen. Der fliegt schön dahin, was wir ihn brauchen. Aber noch sind wir hier nicht fertig. Na, jetzt habe ich ihn leider aus den Augen verloren. Mit einem Zauberstab könnte ich das Revelio. Auch. Und einem Körper. Und da hinten ist er. Ein letztes Mal. Na bitte, geht doch. Gut gemacht. Der Zauberstab war natürlich nicht verkehrt. Dennoch sind Glückwünsche an. Nicht übel für eine Sterbliche. Und jetzt sagen Sie Jackdaw, was Sie zu sagen haben. Sie haben es sich verdient. Gut gemacht. Aber was geht hier vor sich? Du gehörst nicht zur Jagd der Kopflosen. Nein. Sir Nicholas meinte, du wüsstest, wo sich einige Seiten befinden, die ich suche. Bei Merlins Bart! Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie von Peeves stibitzt. Wie konnte ich das vergessen? Die Karte auf den Seiten führte mich in den Tod. Ich war nicht bereit für das, was mich in der Höhle erwartete. Die Seiten schimmeln wahrscheinlich mit meinen, Überresten vor sich hin. Was für ein letztes Abenteuer! Die Seiten haben dich den Kopf gekostet. Und ich muss in eine Höhle und deine Leiche suchen. Ja. Man sollte meinen, ein enthaupteter Geist hätte sich an das Wort Leiche gewöhnt.
Nun, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo du hin musst? Ja, sehr gerne doch. Was werde ich in der Höhle finden? Abgesehen von meinen sterblichen Überresten, wenn ich mich recht entsinne, Schätze, eine magische Brücke. Aber was wäre das für ein Abenteuer, wenn ich dir die Überraschungen nähme? Hat jemand in der Höhle deinen Kopf abgehackt? Als ich mich umsah, spürte ich plötzlich eine erfrischende Brise. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du sie nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur zufällig auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich fand sie, nachdem er die Bibliothek verwüstet hatte. Er hat vermutlich nicht mal bemerkt, dass sie weg waren. Ich brauche die Seiten. Dann treffen wir uns am besten dort. Danke. Keine Sorge. Ich muss nur erst mit meinem Körper wiedervereint werden. Aber das kann Dumfrey erledigen. Wir sehen uns am Waldrand.